Willkommen zu Hades Happy Wheels. So, ihr geilen Schnitten, es ist Mittwoch und es heißt wieder Happy Wheels Zeit. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir gehen direkt mal weiter. Letztes Mal haben wir nämlich aufgehört mit Survive the Fall, wo wir durch dieses orangene Krimskrams-Zeug da durchgefallen sind. Und jetzt haben wir hier den Domino-Effekt. Und ich muss ja nochmal sagen, ich habe so komische Fraps-Fehler gehabt. Ja, wo immer mein Desktop-Hintergrundbild, und da ist tatsächlich Dante von Devil May Cry drauf zu sehen, immer so kurz erschienen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es war keine unterschwellige Manipulation oder so was, von wegen es spielt Devil May Cry. Sondern, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hoffe mal, ich habe jetzt eine andere Festplatte, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. So, was ist jetzt hier Sinn der Sache? Domino. Ach so, okay, einfach nur Domino. Alles klar. Ui. Alter, geht da fett die Action ab, oder was? Lol, ich werde davon gekillt. Ich werde geköpft. Wenn das Domino-Ding weg ist, werde ich geköpft. Ich muss hier weg. Nein. Okay, die Idee ist abgefahren. Ohne Spaß. Ja, gut. Wie auch immer, ich muss mal eben kurz hier, damit ich weiß, wie viel Uhr es ist, muss ich mal eben kurz einen Timer starten. Das haben wir nämlich bei Civilization auch immer, weil wir neigen immer dazu, die Zeit zu vergessen, ja. Das ist zwar natürlich immer geil, aber ich muss natürlich jetzt so ein bisschen, sonst schaffe ich das nämlich nicht, für euch für die nächste Woche den ganzen Stuff hier zu zeigen. Da müssen wir nämlich etwas kürzere Folgen machen, aber danach machen wir wieder längere Folgen. So, jetzt haben wir es hier. Glitch, oh mein Gott, so legit. Aha, interessant. Oder legit, wie auch immer. For the levels that are like this and you shake it, you character or something, just flag them. We need to stop this madness. Restart 5, notice it. Oh mein Gott. Zombieland? Okay. Alter, es ist so warm, ne? Es ist so warm, Leute, es ist so warm. So. Control is he. This is Zombieland, created by Andrei Kornel. Catch with space. Shift is turbo. Okay, hiermit kann ich Gas geben. Okay. Das bringt mir jetzt nichts. Shift is turbo. Okay. Ah, okay. Alles klar. Alter! Ich soll es wahrscheinlich auch mit Space festhalten, wa? Alter, leck mich mal am Arsch. Wie soll ich denn das steuern? Okay. So, hauen weg. Erstmal Turbo geben. Okay, so funktioniert es einigermaßen. Also ich kann hier so ein bisschen schießen. Jetzt kann ich wieder Gas geben, aber jetzt sind die... Alter Schwede, meine Reifen hauen irgendwie ab. Sieht jedenfalls so aus. Aber ich fahre immer noch und gebe Vollgas. Okay, was hat das jetzt mit Zombieland zu tun? Wahrscheinlich einfach nur wegen dem Fahrzeug oder was? Escape the Box. Oh, da bin ich ja immer sofort dabei. Und das muss jetzt aber schnell gehen. Aber warum auch immer der arme Daddy hier... Ne, das ist unser Pogo-Man. Nein! Okay. Das ist aber eindeutig besser machbar. Scheiße, Mann, ich komme da nicht durch. Okay, man hat tatsächlich keine Chance. Jetzt aber. So, komm. Mach das Ding kaputt. Boah, da hat man aber weniger Zeit als bei dem anderen Glas... diesem Escape the Box-Dingen da. Ich hab die Scheibe bis jetzt noch nicht einmal kaputt gekriegt hier. Das gibt's doch gar nicht. Da, jetzt. Jetzt. Komm schon. Ja. Nein. Komm schon. Komm schon. Ja. 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 Ja, du willst es doch auch. Okay. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Kein Problem. Ich mach das schon. Das ist doch Bullshit, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich komm da nicht raus, ey. Das ist aber ein Assi-Escape-the-Box-Ding hier, ey. Ich muss mit meinem Kopf irgendwie nach vorne. Komm schon. Tritt ein. Tritt ein. Warte. Genatzt. Oh nö. Warte, das mache ich nochmal. Ich ziehe mich jetzt nach oben und halte mich da fest. Ja, so ist gut. So ist gut. Ja, ja. Gewusst wie, Leute. Gewusst wie. 9,93 Sekunden. Man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Ohne Scheiß. South Park Quiz. Oh. Ich meine, ich gucke ja echt gerne South Park. Ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt was weiß. Who made the South Park? Seth MacFarlane, Matt Stone und Trey Parker. Okay, Shift auf jeden Fall. When did the South Park start? Pff,
Bestimmt 97 und ich wette mit euch am 10. Juli. You failed, don't quit, try again. Ja, komm. Erste Frage wissen wir doch schon. Ja, ja, bla bla. Shift. Okay, when did South Park start? Mach mal Space. Which characters are the main? Ja, Eric, Kenny, Kyle und Stan. Ja, na klar, Junge. Who's the voice actor for Eric Cartman? Oh, ich glaube, das ist das Park. Ist das. Ich glaube, das ist Matt. Ich glaube, das ist Matt. Gefehlt! Ich will wissen, was passiert, wenn ich das schaffe. Also nochmal. So. Shift, ja, Space, Shift, Shift, Shift. Alles klar. When did South Park start? Space. Which are the main characters? Shift. Okay, dann ist es auf jeden Fall Trey Parker. Who's driving the school bus? Mrs. Crabtree natürlich, Junge. Who's Eric Cartman's dad? Eric Cartman. Oh, Mrs. Cartman. Sie ist doch sein Vater und seine Mutter zugleich. Who was singing a hit called Chocolate Salty Balls? Okay, ich kenne die englische Version davon jetzt natürlich nicht. Aber da es sich um schokoladige, salzige Eier handelt, wird das wahrscheinlich der Chefkoch gewesen sein. Voting time. Vote for your favorite suggestion. PewDiePie, Tobaskis, Mark Ryan, Captain Sparkle, Smosh, Minecraft, other suggestion. Ja, Minecraft. Okay. Also zu diesen ganz speziellen Fragen, wer was vertont hat, da ist man natürlich immer so ein bisschen. Das weiß ich nicht ganz genau, aber so zum Inhalt her passt das dann doch. Okay, jetzt ist ja natürlich wieder so ein Impossible Level. No problem. Okay, lol. Ist da eine Mine gewesen? Tatsächlich, da ist eine Mine. Okay, Leute, das ist machbar. Alter. Damn it. Okay, das schaffen wir jetzt aber diesmal. Oh, nicht in die Stacheln. Nein, komm, mach die Katze. So ist schön. Ja! Nein! Oh. So, jetzt aber mit einem Mal drüber. Ja, nicht auf die Mine. Uncool. So. Ja. Nein! Ja, jetzt! Das schaffe ich. Ja, 8,8 Sekunden, würde ich mal sagen. Das war mehr Glück als Verstand, glaube ich. Jetpack Joyride Demo. Lol, das ist doch die App hier. Welcome to Jetpack Joyride. Press Space to start. Oh, wie cool ist das denn? Aber geil. Das ist wie diese App. Aber wie kann ich denn mal so richtig nach vorne ziehen? Wahrscheinlich gar nicht wirklich irgendwie, oder? Lol, jetzt habe ich mal das Fenster ausgetan. Da kann ich wieder Münzen einsammeln. Voll geil. Hui! Aber geil, das finde ich irgendwie eine coole Idee, muss ich sagen. Wir werden irgendwie immer schneller. Ja gut, das ist ja in der App auch so. Ja, das ist eine witzige Idee, würde ich sagen. Das ist eindeutig eine witzige Idee. Red Rope Swing. Oh, da bin ich mal dabei. Und loslassen. Lol. Fail. Okay, das wird auch ein Fail werden. Oder auch nicht. Hammer geil, da können wir uns jetzt einfach runterfallen lassen. Crap. Lol. Da hat er sich an zwei Sachen gleichzeitig festgehalten. Das ist aber jetzt aber nicht Sinn der Sache gewesen. Nee, nicht da festhalten. Ich brauche den anderen Arm noch. Ohne Spaß. Nice. Mal sehen, ob wir das auch mit einem Arm schaffen. You're close. Nein. Oh, ja. Ja, nein. Aber fett. Wir haben es mit einem Arm geschafft. Mit einem lächerlichen Arm. Ohne Spaß. 9,99999 impossible. Ja, da bin ich aber anderer Meinung, würde ich sagen. 3,4 Sekunden. Wo ist das impossible gewesen? Ich bin einfach da reingefahren. War egal. Impossible Harpoon. If you finish a life, grade 5. Okay, dann halt nicht. LOL. 2,5 Sekunden.
Das muss mal einer nachmachen. Auf jeden Fall. 2,5 Sekunden ist ja wohl mal obermegamäßig pro einfach nur. Minecraft oder COD2. Nehmen wir den Daddy, würde ich sagen, wa? Minecraft oder Black Ops 2? Ja, mein Lol. Da stand doch gerade noch COD2, oder? What the fuck? COD2 ist ja wohl nicht Black Ops 2. I need toilet paper. Oh no! Oh no! Der hat die Wurst da drin stecken. Wie geil ist das denn? Durch die Hose durch. Wie geil ist das denn? Oh my god! Damn it! Damn it! Okay, das ist ziemlich abgefahren. Aber ich habe kein Klopapier mehr. So, gibt wohl kein Klopapier, würde ich sagen. Go there! Hammer, der hat doch Klopapier da drin. Wieso soll denn der jetzt in die andere Toilette laufen? Das macht doch gar keinen Sinn. So, Neon Obstacle Course. Okay, da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen vorsichtig sein. Achso, das ist die Kacke hier wieder. Das kennt. Gott, hat mir mal eben kurz die Beine gebrochen. Das ist aber uncool. Ey, ich bleib da drin immer voll hängen. So, jetzt nicht mehr. Und trotzdem meine beiden Beine vorne. Jetzt kann ich aber nicht mehr springen. Das ist aber nicht so geil. Oh, das sieht aber fett aus, muss ich sagen. Na ja, gut, wir haben unsere Beine jetzt nicht mehr wirklich gebraucht. Das war jetzt eher, glaube ich, ein Level zur Optik. Aber wir haben natürlich jetzt nur noch ein Rope Swing Level. Ja, da sollte man mir mal Bescheid sagen, dass ich direkt Space drücken muss. So, wunderbar. Schön festhalten. Ja, so ist gut. So ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Ja, egal. Das passt auch so. Alter, das war knappi. Das war aber knappi. Oh, jetzt habe ich schon vergessen, Space zu drücken. Ja, 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 ja. Okay, einfach vorwärts, vorwärts, vorwärts. Mach die Robbe. Ja, so sieht... voll der geile Disco-Move, ohne Spaß. So, komm. Nein, halt dich schön fest. Ja, so ist gut. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Ja, nein. Nein! Komm, nochmal. Ist ja wohl machbar. Oh Gott. Aber du könntest mich echt ein bisschen weiter nach vorne schieben. Ohne Spaß, jetzt liege ich hier wieder wie so ein Sack Kartoffeln. Und robbe hier rum, ohne Scheiß. So, komm Junge, gib Gas. Alles klar. Ja, komm, 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 vorwärts. Ja, vorwärts. Ich bezweifle, dass ich mich irgendwie jetzt so festhalten kann. Aber ich hoffe es einfach mal. Ja, das sieht gut aus. Habe ich mich jetzt gerade mit meinem Ellbogen festgehalten? Egal. Und ich glaube, dass das auch schief gehen wird. Ah, das wird schief gehen. Nein! Lol, ich hab Space gedrückt. Willst du mich verarschen? Okay, das Rope Swing Level ist eindeutig scheiße. Da habe ich schon bessere gespielt. Lol. Oh, das war aber gut. Oh. Da hat man wohl ein bisschen. Bisschen zu viel Schwung drauf. Ach ne, komm. Das ist aber scheiße getimed, ey, hier. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, dass wir da irgendwie jetzt uns festhalten können. Sehr schön. So. So festhalten. Ja. Wunderschön. Ja. Ja. Hammergeil. Boah, das. Pff, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war jetzt aber ein bisschen knappi, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil dieses Teil am Anfang, das hat immer so viel Zeit gekostet, weil das Seil so kurz war oder so. Dr. PewDiePie Quiz, ne, da hänge ich leider ein bisschen außen vor. Make it rain. Okay, okay, ich weiß, was für ein Regen du meinst. Blutbad. Hammergeil. Die sorgen schon selbst dafür, dass die sich alle killen. Ey, was ist das denn? Du kannst doch nicht einfach meine Schwerter da mitnehmen. Okay, jetzt steht der. Oh, ha, der ist gerade getroffen worden. Fall um. Ja, ja. Jawohl, damit haben wir sie alle gekriegt. Und dann haben wir das Level quasi geschafft. Die Nubelschnitte, ja, der passiert bestimmt auch noch irgendwann was. Also haben wir das Level doch quasi jetzt geschafft, oder nicht? Jetzt hat der ganze Haufen da. Der Haufen. The Clone Fabric. Huh? What is this? Ich muss ausbrechen. I'm free, but who am I? Aber ich bin wohl die Vorlage für eine ganze Menge Klone. Aber geil. It looks like I'm a clone. Oh, what's happening?
Lol, die werden alle da runtergeschmissen. What the fuck? Alter, die ganzen Klone fallen auf mich drauf. Was soll das? Das ist aber uncool. Komme ich da überhaupt hoch? Ja. Schon. What was that? Immer schön weiter. Hahaha, no clones, no army. Who you are, wait, you are a clone. Hahaha, you will be dead. Was denn, von dieser komischen Drohne oder was da auch immer ist? Komm, verpiss dich. Du kannst nämlich nichts außer leuchten. Ja, ja, no pro. Upsala. Just the first round, hahaha. Ha, ha. Toll, wenn ich jetzt sterbe, muss ich mir den ganzen. Oh nee, jetzt muss ich mir den ganzen Kram nochmal antun. Das finde ich aber scheiße von solchen Leveln. Ja, das finde ich nicht cool. Ich finde das nicht cool, wenn ich jetzt krass sterben kann und der Anfang irgendwie so voll ewig dauert. Das finde ich, da bin ich zu ungeduldig für irgendwie. Weiß ich auch nicht. Deswegen packen wir uns jetzt dieses geile Sword Throw hier. Hauen uns. Oh, da ist sogar mit Ampel hier und sowas. Alter, wie geil war das denn? Jetzt müssen wir nur noch den da oben treffen. Oh mein Gott, das war ja richtig awesome. Was steht denn da? Thank you for having played the map Sword Throw. If you find some bug, do not hesitate to save the video with written bug if you want part 2, rate 5. Das finde ich cool, dass die solche Ampeln da haben, so grünes Licht. Weil, man am wenigsten erkennt, ob man die auch wirklich jetzt platt gemacht hat. So, Hulk Smash. Hulk Smash gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Ach geil, da kann ich so ein Ding werfen, oder wie? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe jetzt so ein komisches Ding geworfen, aber was bringt mir das? Gar nichts scheinbar. Ich hänge hier rum. Ah, ich muss dran hin sein. Das ist cool, das will ich nochmal machen. Hui! Lol, ja, aber lass mir nicht die Arme. Ich bin doch Hulk, ey. Wie können wir denn die Arme abreißen? Alter, das ist voll geil. Bam, Junge! Früchte und Leute zermanscht, ey. Ja, hammergeil. Hier würde ich mal sagen, da war das mit der Folge. Mit der Folge für heute. Ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, ja. Morgen geht die Gamescom für alle Leute los, die keine Fachbesucher sind. Beziehungsweise keine Geschäfte tätigen müssen, wie Mittwochsets und so weiter und so fort. Deswegen hoffentlich sehen wir uns morgen, ja. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Happy Beats Hardy. Miau! Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.